Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Nostalgie-Tag. Mit dabei, wie immer, der Lars. Neo. Ja, und unser heutiges Kapitel ist 443. Möchtest du nochmal im Vorhinein irgendwie angeben, was du glaubst, was es ist, wie beim letzten Mal? Ich weiß gar nicht mehr, was wir beim letzten Mal hatten. Impel Down. Ah, jo. Zorro. Jetzt hast du ja gerade einmal so Lilly, war gar nicht mal so, oder Sabo, ich weiß nicht, war gar nicht so schlecht. Ich glaube, 443 dürfte in das Lobby sein. 443 in die Story. Ich sag Anfang Thriller Bark. Ja, okay. Wahrscheinlich voll falsch, voll versagt. Ja, Kapitel 443, Thriller Bark, Ne? in das Lobby, ich halte immer noch daran fest, bis das Gegenteil bewiesen wird. Der Titel an sich ist das Gegenteil. Ja, und der Einstieg mit der Coverpage, mit einer Explosion, einer großen Explosion, ist wichtig. Ja. Ja, Enels Weltraummission Nummer 13. Ist halt ein bisschen zusammenhangslos jetzt, was ein bisschen blöd kommt. Steht sogar Big Explosion dran. Ich Also weiß. es ist wirklich eine große Explosion. Ja, sagt mir auch das Dokan. Darüber. Ja, also, ja, Enel hat ein bisschen aufgeräumt, jetzt fliegt alles in die Luft, wie gesagt, ist ein bisschen blöd, außerhalb des Zusammenhangs irgendwie, sich jetzt eine Coverpage anzugucken. Jo. Jetzt springen wir jetzt ins Kapitel, also, könnt immer noch in die Story sein. Könnte auch nicht mehr in die Lobby sein. Ah, ist knapp, also wir sind auf jeden Fall im Buch. Alter GG, ey. Da sagst du Hauptsache, ne? Ja, ich. Haki. Anfang Thriller Bug, Kapitel 44. Ja, auf jeden Fall, Buch stellt sich halt gerade der Schuldbande vor. Oh, voll nice. Man sieht gerade Namen in Sanji, die sehr, sehr viel bereuen. Ja. Lissabon und Chopper sterben und Robin gibt keinen Fick. Nö. Ja. Ja. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass du es so gecallt hast. Ja, ich überleg gerade, weil als ich One Piece weitergeguckt habe, da ich damals habe ich, also als es damals im Fernsehen kam, auf RTL 2 noch, wo es cool war, habe ich es irgendwie ja nur bis Enies Lobby gesehen. Ich wusste ja nicht mal, dass es ein neues Schiff dann gab, gibt. So als ich weitergeschaut habe, ich überlege gerade meine Reaction darauf, dass ich Brook gesehen habe, war Ja. GG, weil du hattest mir ja, also du hattest mich ja richtig heiß gemacht, als Ruffy dem Tenryubito halt so das Gesicht verformt hat. Da, ja, dann habe ich halt weitergeschaut, ne? Quasi ab Episode 200 oder so. Auf Deutsch, zu meiner Schande. Aber ich wusste von Brook ja gar nichts. Boah, das ist krass. Das ist halt der erste Arc, nachdem, ne, ich aufgehört hatte, quasi damals, als Kind. Brook ist geil. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer, ne, Ecke. Last Lebensgeschichten. Ja. Wollen wir zum Kapitel zurückkehren? Wenn du willst. Ja, das ist ungefähr der Grund, warum dieses Format existiert. Ja. Ja, wie gesagt, Chopper und Lusop gehen halt jetzt, ne, hart ab. Ich bin so geil, was Lusop soll. Es gibt keinen Grund, warum ein Skelett reden, laufen und ein Afro haben kann. Der Afro It's ist halt just a wichtig. dream, it's just a Und dann Chopper. Oh, ich bin froh, dass es nur ein Traum ist. Hat er sich schon mal gebracht, als das Schiff vom Himmel gefallen ist? Das ist nur ein Traum? Und dann bin ich aber froh. Und dann fliegt es auf einmal vor das Skelett ins Gesicht. Ja. Lysop hat sich Alter, damit seinen Traum. boah, das Skelett kriegt einfach vor den Schuh ins Maul. Den Kopf, ey. Ja, hallo junge Lady, kann ich deine Höschen sehen?
Alter, nice. Wie schnell kann Nami eigentlich ihre Schuhe ausziehen, ey? Ich würde in solchen Schuhen nicht mal laufen können. Ja, du bist ja auch ein Kerl. Ja. Aber hast du gesehen, wie die mit High Heels über die fucking Dächer von Water 7 gerannt ist? Das würde ich nicht mal so schaffen, mit normalen Schuhen. Und die macht Ja, das mit, ho mit hochhackigen. du bist ja auch ein Lauch. Ja. Tut mir leid, dass ich nicht 10 Meter weit springen kann. Ja, kann ich auch nicht. Ich bin bis heute der festen Überzeugung, dass der Sprung von der Brücke auf das erste Haus unmöglich gewesen war. Diese ungelungen 10 Meter gesprungen. Das ist One Piece, Alter. Sanji Ja. springt durch die Luft. Ja. Mit einer speziellen Fähigkeit. Nein, ist einfach aus dem Stand gesprungen. Ja, Sanji ist ja auch, ne? Nami Ja. ist ja auch geil. Ja, aber. Ich weiß nicht. Egal, darum soll es doch gleich gehen. Weil, weißt du, wir machen einfach so Talk über Realismus, wenn da so ein lebendes Skelett gerade aufgetaucht ist. Ja. Ja, also Zoro will wissen, was halt jetzt mit Bug ist und auf der Kletter Joe. Ist halt unser neuer Nakama. Und Zoro ist dagegen. Ich Gut, bin dass voll Zoro nichts. dafür. Gut, dass Zoro nichts zu sagen hat. Ja, und der beschuldigt erstmal auch Nami und Sanji, weil die haben das zugelassen, obwohl die eigentlich mitkommen müssen, um sowas zu verhindern. Ja. Ja, ist nicht gut. Glaubst du, irgendjemand aus der Bande hätte ihn aufhalten können? Nein, er ist der Captain. Ja. Aber Zoro hat Schwerter. Oh Aber sie Gott, sind nicht. Brook singt! Ah, bei Brook ist Warte. das cool. Ich will erst noch das versteckte Potenzial auf der Seite noch hier ansprechen. Von wegen Bug meint ja, es wird draußen nicht wärmer. Jetzt hat er eigentlich voll gut gepasst. Dabei kann ich gar nichts spielen, weil ich keine Haut mehr habe. Ja. Nicht gut. Ja. Jeden Fall hat er jetzt entschieden, dass es halt Essen gibt. Und deswegen gibt es jetzt Essen. Ja. Ich muss mich hier noch ein bisschen reinlesen. Also, ne? Du bist Ja. voll fast und so. Das Witzige ist, dass er bei der Vorderseite, ich glaube, Zoro hat geschrien, dass Bug das nicht entscheiden kann, ne? Dass es jetzt Essen gibt. Trotzdem hat er jetzt Essen. Ja, Ruffy will ja auch. Ja, Ruffy will immer. Ja. Ruffy kriegt auch nie. Wenn jetzt Nami oder Robin gesagt hätten, wir wollen was zu essen. Also dann wäre das komplett anders. Dann wäre der Tisch schon gedeckt. Mit 8 Meter hohen Tellern. Mit Ja. Fleisch und Orangen. Oh, jetzt muss ich mich irgendwie gerade dran erinnern, wie Belmer Nojiko Nami Orangen-Dings macht. Hühnchen mit Orangen. Boah, jetzt habe ich voll Bock auf Hühnchen. Also ich sag gerade, es gibt Essen für Nami und Robin, deswegen stehen jetzt Meter hoch Fleisch und Orange Fleisch für Robin. Was weiß ich denn? Ich hab jetzt Bock auf Hähnchen, Alter. Ja, chill deine Base, ja. Ja, laut Oda ist ja das auch das, die Spezialität von Nami. Einfach mal Nami fragen. Ja. Die Kosten wirst du zwar für dein Leben nicht mehr tragen können, aber. Ja, auf jeden Fall meint halt Bug, das ist halt voll das geile Schiff. Und damit hat er quasi jetzt schon Franky auf seine Seite gekriegt. Weil Franky findet auch, das ist voll das geile Schiff. Ja, und er will jetzt halt endlich anfangen zu essen, weil es waren einige Jahrzehnte her, seitdem er eine richtige Mahlzeit hatte. 50. Also nicht 50 Jahrzehnte, sondern 5 50 Jahre. Jahrzehnte, ich wollte gerade sagen, Ja, Alter. 50 Jahre halt. Ein paar Jahrzehnte her. 50? Jetzt auch Ja. 500 Jahre nichts gönnen. Ja, wäre ja auch scheißegal, der wird trotzdem so lange mal leben. Boah, wäre voll nervig, Alter. Da ich ein Gentleman, werde ich für das Essen warten. Ja. Oh! Glaubst du, jetzt kommt in der nächsten Szene einmal, dass er pupst?
Weil jetzt noch mal, er ist ein Gentleman und das erste ist, jo. Also voll einen rauslassen. Er mal auf der nächsten Seite gucken. Okay, fast. Er macht den Waffi, sagen wir es so. Ja. Essen, essen. Kannst du das aussprechen? Kuro Pokuro. What the fuck? Koropokuro. Kuro Pokuro. What the fuck, Alter? Was war das nochmal, was? Bartholomew, guck mal. Dieses ultra schwierige Wort oder diesem Satz oder was, den ich einfach gedroppt habe, als wäre es nichts. Hä, was war mit Kuma? Ja, war da nicht was? Du hattest doch mal irgendwas so als Notiz mit einem übel schwierigen auszusprechenden japanischen Satz oder so. Ach so, Und den ich einfach Nikyu. gedroppt hat, als hätte ich das. Als wenn es Nikyu, das. Nikyu, nu. Ja. Nikyu, Nikyu, nu, Nikyu, Kyuningen. Ja, und das habe ich halt ausgesprochen, als hätte ich das seit meiner Geburt gesprochen. Ja, laut Oda ist auch, ne? Wäre fast Kuma dabei explodiert beim Aussprechen. Und du, no fucks given. Ja. So, wo sind wir denn jetzt? Dinner, er beginnt Ja. zu singen. Ne, erst ist es noch. Wo singt er denn? Ach, mit dem Dinner oder was? Ja. Ha, Ja, das ist aber der Moment. Brooke ist cool. Ja, genau. Ja, das Geile ist halt. Ja, Buck meint halt, er kennt Ruffys Namen nicht, der stellt sich halt vor und dann, ja, was zum Teufel bist du eigentlich? Was ist schon in der Bande drin? Was bist du eigentlich? Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal was zu essen. Wie schnell Sanrio ist, das ist der Wahnsinn. Sanji ist voll cool. Also komplette Bande gekocht innerhalb von 5 Minuten, ey. Das Geilste ist, wie Bug jetzt einfach Robin fragt, ob die tauschen können, weil ihr Fleischstück größer ist. Ja, der hatte schon längst nichts mehr im Na Magen gehabt, ne? Der hat ja nicht Der. mal mehr einen Magen. Ja. Ja. Das ist jetzt mal ungelogen. Das ist doch das ein, der, die einzige, die einzige Mal, das einzige Mal, wo dieser Joke kommt, oder? Also Wie? viele von Books Jokes sind ja, ne? Running Gags. Ja. Aber der nicht. Keine Ahnung. Von wegen, dass er irgendjemand auf den Sack geht, von wegen ja Essen tauschen oder sowas. Gut, wahrscheinlich muss man solche Eigenschaften in der Strohbande sehr, sehr schnell ablegen. Weil Luffy hat G2 und so schnell wie der die Essen wegnimmt, da kriegst du es nicht wieder. Yomi Ja, genau. Jetzt kommt halt die Erklärung der Totenreichsfrucht. Oder wie du schon sagst, Yumi Yumi Numi. Yomi. Ja, und er erklärt, dass er schon. Wie Was? das so schmutzig. Er guckt dir mal ein Buch beim nächsten Panel an. Nach dem Teller an. Der ist vollkommen verschmiert. Ja, und danach wieder sauber. Ja. What the fuck? Also nicht mal Waffi kann so essen. Ach doch, der kriegt das bestimmt auch ganz gut hin. Robin sieht auch irgendwie ein bisschen skeptisch aus. Egal. Ja, auf jeden Fall meinte halt er schon vor ein paar Dekaden gestorben. Vor 5. Ja. Nee, vor 50. Sorry. Ja, und weil er halt die Yumi Yumi nun gegessen hat, konnte er halt. Wurde halt zu einem. Wiederbelebten Menschen? Skelett. Da steht Menschen. Also, er sollte zum Menschen werden. Ja. Ich war ein Pirat in den alten Zeiten. Oh, Entschuldigung. Burp. Burp. Vor allem macht er das zweimal. Ja, und er ist halt zusammen mit seinen Nakama in dieses Teufelsmeer gekommen. In das, wie wir jetzt mittlerweile nach, keine Ahnung wie viel Kapitel erfahren, Florian-Dreieck. Ja.
Ja, und dann kamen halt ein paar Motherfucker und haben halt alle umgebracht, ihn auch. Ja, und dann hat er sich halt wiederbelebt. Easy. Machst du Güsse eben so, ne? Respawn. Ja, also seine Seele ist halt von der Unterwelt wiedergekommen. Und ja, wer halt sofort seinen. Ich finde das voll geil, wie die Seele einfach jo sagt. Ja. Für einen Hoch zu viel, joho. Ach, halt die Ja. Fresse. Ja, auf jeden Fall, wer hat sofort zurückgekämpft, ist alles voll safe gewesen. Aber durch den dicken Nebel hat er halt seinen Körper nicht sofort gefunden. Ja, und hat halt ein Jahr gebraucht und dann war halt schon das Skelett am Start. Boah, geil. Du bist genauso dumm wie Zauber. Was? Wenn Buch mit seiner Erklärung fertig ist, du bist genauso dumm wie Zorro, Achso, ha? Weil ich dachte, du meinst mich. nee. Hey. Also Zorro mit dieser Teufelskraft, der wäre jetzt auch nicht wiederbelebt worden. Nee. Ja, Frankie meint halt, dass er trotzdem wiederbelebt wurde, obwohl der Körper eigentlich quasi schon hinüber war. Und so stark ist halt die Kraft einer Teufelsfrucht. Echt der Shit, weißt du? Ja, aber das Schlimme ist halt, er ist da wiederbelebt worden, aber kann immer noch nicht schwimmen. Was? Also es hat halt, bevor er gestorben ist, die Kraft komplett nutzlos gemacht. Und nach dem Tod ja auch noch nicht so viel, wie erst nach dem Zeitpunkt hat er mehr Kräfte dadurch erlangt. Ja. Auch geil, diese Erklärung so am Rande. Normalerweise, wenn der Körper absteht, verliert man auch seine Haare, aber du hast immer noch so einen Afro. Ja, ne, die Wurzeln sind halt stark. Ja, okay. Was auch immer. Ja, gute Erklärung, ne? Ist cool. Und jetzt kommt halt der Shit, ne? Ja. Von wegen. Lysa meint halt, er ist ein Geist, weil selbst wenn er ein Mensch ist, er sieht halt nicht aus wie einer. Also für mich eher aus wie ein Mensch als ein Geist, aber okay. Und Buch sagt ja was voll geil. Ich hasse Geister, wenn ich einen davon sehe, werde ich anfangen zu schreien. Ja, und dann zieht Nami random irgendwoher einen Handspiegel raus. Wo kommt dieser Handspiegel her? Ich habe da so eine Theorie. Ja, bitte. Nein. Also, ganz ehrlich, zwei Sachen. Entweder nahm er die ganze Zeit einen Handspiegel bei sich, oder da liegt einfach mal einer random in der Küche rum. Ja, und dann rast halt Brook voll aus, von wegen nimm den Spiegel da weg. Ja, und der ist halt nicht im Spiegel zu sehen. Unlucky. Weißt du, also, Chopper und Lysop sind dann vollkommen schockiert und dann war wir so, oh, ist okay. Ja, und jetzt geht halt voll der Schiene. Wie lässt. Den Job auf der Weißt du, Nami kriegt fast schon den Zusammenbruch des Todes und Chopper ist quasi jetzt schon wieder draußen. Er ist ein Vampir! Ja, und jetzt merkt die Bande auch, dass er keinen Schatten hat. Jo, darum Ja, dreht und. sich's später. Ja, und Zorro, ne? Ist halt quasi jetzt schon bereit, Typen umzubringen, ob das unmöglich ist. Und Buck sitzt halt und, ne, schlürft seinen Tee, weil, ne, no fucks given. Ja. Also hätte er eigentlich auch beim Mingo reagieren können. Ah, du Flamingo! Ja, und die fragen halt jetzt, wie er so ruhig bleiben kann, obwohl halt gerade alle wegen ihm ausrasten. Das ist jetzt so geil. Ja, hallo. Ja. Ja, ich werde euch jetzt alles erzählen. Es ist halt eine lange Zeit her, seitdem ich halt in diesem Meer gesegelt bin. Und das halt ein Skelett ist und kein Schatten hat, sind halt verschiedene Sachen. Ja, Fortsetzung vorhin im nächsten Kapitel. Ja, das habe ich gerade gelesen.
Hab ich mir gedacht, das ist auch so geil, was im Anime haben die auch, so to be continued. A Das ist so man geil, to be snatched continued. away my shadow. To be continued in the next chapter. Das ist geil gespielt mit der, mit dem Durchbrechen der vierten Wand. Von Tut er ja wegen, gar weil das. nicht. Tut er ja gar nicht. Natürlich! Der spielt doch damit auf, dass normalerweise, bevor man sowas bekannt gibt, dass immer dann das Kapitel vorbei ist. Und er so, oh, ja, jetzt ist das Kapitel vorbei. Und dann, nein, mach weiter, wir haben erst 10 Seiten. Ja, und vor einigen Jahren hat halt ein Mann seinen Schatten geklaut. Dem ist ja mittlerweile Moria. Soll ich was Ja, und. sagen? Nein. Ich hab nur gerade lesen müssen, bevor ich weiter sagen kann, was passiert. Klang irgendwie so nach dem, dass ich irgendwas sagen soll. Nee, und Zoro meint halt, ja, das ist ein sprechendes Skelett, also ist egal, was er uns jetzt noch sagte, warum schockiert es uns eigentlich noch? Ja, auf jeden Fall erklärt Bug, dadurch, dass sein Schatten gestohlen wird, kann er halt nicht mehr in einer Welt existieren aus Licht. Also halt quasi überall. Weil überall ist Licht. Das ist richtig. Und ja, jetzt kommt halt eine sehr, sehr gute grafische Demonstration, was passiert, wenn man Licht ausgesetzt wird. Wusch und weg. Wusch. Ja, also sobald er halt ins Sonnenlicht kommt, dann wird sein Körper anfangen, sich aufzulösen. Ja, und dadurch hat er halt gelernt, oh, wenn ich jetzt ins Licht reingehe, dann gehe ich halt hart drauf. Ja, das ist richtig. Ja. Und warum auch immer kann er dadurch halt weder in Spiegeln noch auf Fotos gesehen werden. Das macht irgendwie keinen Sinn, warum man dafür Schatten Insgeheim doch braucht. ein Vampir. Insgesamt doch ein Vampir. Ja, das ist halt irgendwie vom Vampirmythos abgeleitet, aber rein theoretisch, nur weil man keinen Schatten hat, heißt das auch nicht, dass man nicht irgendwie im Spiegel gesehen werden kann. Ja, was weiß ich denn? Ja, pff. Ich hab einen Schatten. Ja, ich auch. Ja, du hast einen richtigen Schatten. Und jetzt, ne, fängt er erstmal wieder an rumzuschreien, von wegen, ja, all meine Freunde wurden vernichtet. Ja, und ich bin halt, ne, Dead Bones Brook, ne, nett dich kennenzulernen. Ja, warum bist du so fröhlich? Dein Leben ist voll scheiße. Ich finde geil. Ich hab schon wieder irgendwie so einen Hängehalter. Ich finde Brooks Leben geil. Also, ich wäre so ungern draufgegangen. So Ja. ungern so ein Skelett. Und ungern mit ohne Schatten. Ansonsten finde ich's cool. Ja. Vor allem geht der Spuk voll ab, fängt dann an zu lachen und alles. Ja. Müsste Lysops eigentlich langsam mal schlapp werden, nachdem er jetzt schon seit, keine Ahnung, 20 Minuten dieses scheiß Kreuz hochhält. Der Junge ist ein tapferer Krieger der Meere. Der muss das können. Ja, aber rein theoretisch könnte Bug, ohne dass er es sehen würde, an Lysops vorbeilaufen. Hanna hat das Handschuh. Ja, zu gieren. Ja, Bug meint halt, heute ist halt ein wunderbarer Tag, weil er endlich jemanden, ne, gefunden hat. Weil alles, was es sonst gab, war Thriller Bark und da gibt's halt nur voll blöde Leute. Die sind voll gemein zu ihm, was soll ich. Rima will die ganze Zeit ihn umbringen. Ja. Ja, und er meint halt, er konnte halt weder heute noch morgen auseinanderhalten, weil halt der Nebel zu dicht ist. Und war halt auf dem Schiff, dessen Ruder kaputt ist. Und er hat halt die letzten 50 Jahre quasi alleine verbracht. Man war, Boah, boah, das sind. Weißt 50 Jahre. du, jetzt wird's voll traurig, Alter. Weißt du, er war allein und hatte Angst. Und zwar so viel, dass er sterben wollte. Was halt voll schlecht ist, weil er nicht sterben kann. Er hätte ins Wasser jumpen können. Na, ob er denn Ja, den macht er Jack einfach den. macht? Ja, dann macht er einfach den Jack, genau! Weil er trinken kann er ja nicht, hat ja keine Lunge. Ja. Oh, Nami guckt voll traurig. Oh. Ja, auf jeden Fall meint er halt jetzt, er ist halt voll fröhlich und wenn er Tränen hätte, würde er jetzt vor Freude weinen. Das ist doch jetzt ein Fehler wieder in der Storyline. Der weint doch später vor Freude. Ja. Aber da sollte halt der Skull Joke rüberkommen.
Achso. Aber er hat nicht Skelljock gerufen und auch nicht gelacht. Ja, auf jeden Fall meinte er jetzt halt, dass Ruffy ihn in die Bande eingeladen hat und er dankt ihm halt sehr viel, aber er muss leider ablehnen. Und dann kommt einmal Ruffys Reaktion des Todes. Why? Ja, also, ja, die Begründung ist halt, er kann halt nicht mehr ins Licht gehen, weil sonst wusch und weg. Wusch. Ja, und er wird halt gerade nur von dem Nebel beschützt, welcher sich um das Meer herum befindet. Und selbst wenn er halt mit der Bande halt da rauskommen würde, würde er halt innerhalb von wenigen Sekunden einfach wo schon weg sein. Wo schon weg, ja. Ja, und er muss halt erst seinen Schatten zurückkriegen, welcher sich immer noch da befindet. Ja, und er muss halt jetzt auf ein Wunder hoffen. Ja, und das Wunder steht quasi vor ihm. Ja, genau, wollte gerade sagen, gut, dass das Wunder gerade angekommen ist. Ja, und jetzt meint Ruffy halt, ja, wovon redest du? Wir sind ja keine, hier, Fremden. Nein, überhaupt nicht. Vor 12 Minuten kennengelernt. Richtig. Ja, und er will halt den Schatten zurückholen und will halt wissen, wer ihn gestohlen hat. Ja, und Bugman halt, ja, du bist eine sehr gutmutige Person, er ist überrascht, aber er kann es trotzdem nicht sagen, weil er hat sie gerade erst kennengelernt. Und er sollte halt nicht sagen, dass er für sie sterben würde. Oder für ihn sterben würde. Ja. Das ist Ruffy halt. Ja, und Franky will halt wissen, ob der Gegner so stark ist. Und ich will ganz ehrlich sagen, nein, Moria ist ein Lappen. Ach, richtiger Lappen, Alter. Selbst zu dem Zeitpunkt, es tut mir leid, Moria ist echt nicht unbedingt so die Creme de la Creme der Shichibukai gewesen. Als ich Moria aber noch nicht kannte, hatte ich Angst. Ja. Aber dann hast du ihn kennengelernt. Ja, und dann habe ich, ja, gedacht. Ja, und er meint halt, es würde halt nicht wehtun, wenn er wenigstens seinen Namen wissen würde. Ja, und Bug meint halt, ja, er wird es nicht sagen und sie können ihn noch nicht dazu zwingen. Das Witzige ist ja, Ruffy erfährt im Laufe der Handlung sogar, wie er heißt, es hat ihm trotzdem nicht geholfen, ihn zu finden. Das ist richtig. Eigentlich müsste er jetzt so wie Vivi machen, weißt du? Ich kann euch den Namen nicht sagen. Ja, Crocodile ist voll gefürchtet. Oh, scheiße. Ja, also, und Bug meint halt, er weiß nicht, ob er Moria, wir wissen es ja, treffen wird, bevor sein Leben, oder sein zweites Leben endet. Das lässt mich jetzt denken. Kann sein zweites Leben enden? Ich denke mal nicht, oder? Ich glaube, das war einfach nur dahergesagt. Oder bevor er. Also er kann ja rein theoretisch sterben, wenn seine Knochen vernichtet werden. Ah. Aber so an Krebs kann er nicht mehr drauf gehen. Ja. Gibt's ja nichts mehr. Es gibt ja auch keine Krankheit quasi, die dich dahin rafft, wenn du weder Haut noch Fleisch noch Organe hast. Stell mal vor, du hättest Glasknochen. Dann wäre Brooke gefickt. Oh shit, Alter. Ja, und wenn er halt Moria treffen kann, wird er halt gegen ihn kämpfen. Gut, zugegebenermaßen Bug, wer gegen ihn verreckt. So ein Lappen ist dann Moria auch nicht. Also nicht, dass Bug schwach ist, aber. Ja. Auf jeden Fall wollen die jetzt ein Lied singen, während im Hintergrund erstmal ein Geist reinkommt. Ja. Das ist so geil. I'm begging you, be my Nakama, you idiot. Ja, und jetzt geht halt Bug voll ab, weil es ist halt ein Geist reingekommen. Jetzt schreit er. Ja! Ein Geist! Ich finde das immer, das ist halt so legendär, weißt du, ein lebendes Skelett hat Angst vor Geistern. Ja. Hallo? Dass der Geist auch nicht holle 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 sagt, ey. Ja, das wissen wir noch nicht. Ja. Auf jeden Fall fängt jetzt das komplette Schiff an zu vibrieren. Und auftritt in die Lobby. Hättest du wohl gerne. Nee, Alter, erstmal also. ranzoomen, ey. Ja, genau. Bug kommt halt raus und fragt sich, ob das Schiff bereits Überwachung ist. Ja, und
das Tor war schon geschlossen, also der Mund quasi. Was halt Ja. dafür gesorgt hat, dass halt das ganze Schiff angefangen hat zu wackeln. Und Bug erkennt halt, dass die Innenseite des Tors. Das heißt, dass sie halt auf die andere Seite des Schiffes gucken müssen. Wo jetzt halt die Thriller Bark aufgetaucht ist. Ist richtig. Und ja, Bug meint halt auch dieses, gut, das ist jetzt ohne Zusammenhang ein bisschen scheiße im Kapitel, dass das Fass, was sie vorgesehen haben, was Ruffy unbedingt öffnen wollte, weil da Essen drin sein musste, Ja. hat halt ein Signal ausgegeben und es war halt tatsächlich eine Falle. Ich weiß gar nicht mehr, wer gerade das ist eine Falle. Ich glaube, Robin hat gerade das ist eine Falle, ne? Ich meine auch. Und ihr meinte auch, die wären jetzt verflucht worden von wegen, ja, wenn man da kein Essen wieder reintut. Ja, also, ne, warum ist da jetzt eine Insel? Und das ist halt die Geisterinsel, die über das Meer wandert, die Thriller Bark. Enies Lobby. Enies Lobby. Mein Gott, 443 hätte auch Enies Lobby sein können, tut mir leid, das war ganz knapp daneben. Ja, ich habe So, so einen was. Point getroffen. Ja, mein. Anfang Thriller Bark ist tatsächlich, was der Anfang. Ja, und Nami meint halt, ne Wanderinsel, der Logport zeigt die nicht an. Ja, und das liegt halt daran, dass die Insel vom West Blue kommt. Ich glaube, Bug erklärt gar nicht warum, weil es halt ein Schiff ist eigentlich. Ja. Ich weiß gar nicht, wer es wann erklärt. Spätestens erfahren wir es, wenn Ace mit dem Mast rumspielt. Ja, und Bug meint halt, heute ist ein sehr glücklicher Tag, weil nicht nur, dass er Leute treffen konnte, sondern auch sein Wunsch wurde endlich erfüllt, weil er kann jetzt wieder auf die Thriller Bark. Ja. Und jetzt, ne? Guck mal, der springt doch jetzt auch 10 Meter und Frank, Sunny meint, sein Körper ist voll leicht und ist beeindruckt. Warum ist es was Besonderes, wenn er 10 Meter springen kann, aber nicht, wenn Nami es kann? Ah. Double Standards, ey. Ja, auf jeden Fall meint halt Bug, die sollen halt durch das Tor brechen und fliehen. Und nicht mal drüber nachdenken, an der Insel anzulegen. Ja. Hätte er vor einer halben Stunde sagen sollen, weil jetzt zu spät, jetzt hat sich Wolf schon entschieden. Ja, ich meine, wenn er mal sagt, dass er sein Mitglied wird, dann wird auch sein Mitglied. Ja. Ja, und er ist halt froh, dass er sie treffen konnte und ihr Essen essen konnte. Und er wird sie niemals vergessen. Oh. Und er meint halt auch, wenn es halt vom Schicksal bestimmt ist, werden sie sich halt auf einem anderen Meer nochmal wieder treffen. Ja, in einer neuen Welt. Aber allerdings, ne? Nicht so wie er dachte. Ja. Ja, und jetzt springt er halt ins Wasser und jetzt sind alle voll in Panik von wegen, ja, du bist ein Teufel und unser kann dann einfach ins Wasser springen. Und jetzt fängt er einfach an, über Wasser zu laufen. Ja. Easy. Easiest game of his life, Alter. Also, Ja. of his second life. Ja, Lissabon meint halt, ne, die sollten jetzt machen, was er gesagt hat und einfach abhauen. Weil, ne, sie wissen zwar nicht, was passiert wird, aber die Insel ist definitiv gefährlich. Und Ruffys Gesicht sagt alles, ne? Habt ihr was gesagt? Dieses Du willst gehen? Das ist so geil. Oh. Ja, ich frage mich ja, wann Lysop Chopper und Nami irgendwann mal sich daran gewöhnen werden. Gar nicht. Wahrscheinlich bei Unicorn. Kurz Ne. davor einfach. Ah, war Jetzt ja ist auch klar. egal. Ja, jetzt ist auch egal. Ah, und? Jetzt sehen wir einen Querschnitt der Sonic. Ja, Weil das nice. Kapitel vorbei ist. Das Kapitel vorbei? Ja, das Kapitel ist vorbei. Ja. Boah, ich sehe nochmal Enels Fresse. Eminem meine ich. Jo. Jetzt haben wir auch, ne? Bugs Auftreten. Erster Auftritt im Manga. Mal im Nostalgie Talk gehabt. Mal. Mal. Endlich mal, nach 3 Folgen, hat auch lang genug gedauert. Ist richtig, ey. Am liebsten jetzt nächstes Mal Chopper. Das Kapitel war jetzt eher so ein Aufbaukapitel, deswegen war es nicht so mega bam episch und alles, aber. Doch, war beim episch. Es war wusch weg, Junge. Ich wollte gerade sagen, war so wusch und weg. Ja, wie gesagt, ich weiß ja jetzt, was in den nächsten 4 Kapiteln noch passiert. Ja. Von daher.
Keine Theorie zum Aufstellen. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nein. Ja, dann danke ich euch wie immer fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid auch bei einem anderen Video mit dabei und bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.